Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gears Tactics. Mein Name ist Patty und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, was soll ich lang groß erzählen, außer Akt 2, Kapitel 7. Gehen wir es direkt gleich an. Ich hoffe, ich kann unsere Standardmannschaft mitnehmen. Das ist kein Problem. Sehr gut. Wir haben den Sid dabei, wir haben den Cole dabei, wir haben die Michaela und den Gabe anwesend. Und der Jack ist natürlich auch dabei. Als Bonusziel heißt es, meine Gears sollen während meiner Züge keine Schäden kassieren. Das kann ich nicht versprechen. Das sage ich jetzt schon. Wegen Ukons Heilungstrick bringt es nichts, ihn direkt zu konfrontieren. Locken wir ihn in eine Falle. Nehmen wir einen alten UOR-Medizintruck als Köder. Er wird denken, er hat den Kanister-Jackpot geknackt. Ja. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, einen Gegner zu ködern, aber ja. Gut. Laut der Infos ist das Fahrzeug da vorne. Wir müssen es nur für die Bergungscrew sichern. Sichern. Machen wir was draus. Das klingt ja immer schon so. Das könnte da was in die Hose gehen. Ich möchte mir mal kurz umschauen, ob da irgendwo was Kistentechnisches ist. Sieht jetzt auf die Schnelle nicht so. Oh ja, da ist eine violette Kiste. Da ist eine blaue Kiste. Ich glaube, das sind Sachen, die sich dann der Jack schnappen kann. Weil wenn ich das Bonusziel schon nicht erreiche mit einem violetten Waffenmod, würde ich gerne versuchen, mir jetzt mindestens diese violette Kiste zu holen. Und das werden wir komm schon, bring mich da rein. Irgendwie hinkriegen. Ganz bestimmt sogar. Okay. Bewegen wir sich einfach mal. Die Maben dürfen Ukon nicht verraten, was wir planen. Schaltet sie aus. Heiliger Bimbam. Hört ihr das? Keine Überlebenden. Das war jetzt nicht sehr clever. Kannst du die Granate so weit werfen? Das wäre echt genial. Spiel mal damit, Arschloch! So, und dann gehen wir natürlich Feuerschutz in diese Richtung. Weil vielleicht wäre es gescheit, wenn diese Richtung Feuerschutz geben. Ne, machen wir in diese Richtung. So. Ich halte sie auf. Ja, das okay. Schaue ich mir noch an. Du kannst dich hierher bewegen. Aha. Und Feuerschutz darüber. Was? Alter Knacker bewegt sich hierher. Und wirft auch seine Granate. Hoffentlich weit genug, um da alles zu töten. War so gut wie alles zu töten. Werfe Granate! Du bist Geschichte. Und dann natürlich Feuerschutz so geben. Bin dran. Jack bewegt sich hierher und tarnt sich dann. Mehr kann er jetzt momentan nicht machen. Königin, welche Königin, Alter? So. Alles klar. Da ist ja auch eine Kiste. Oha, okay. Komm schon, bring mich da rein. Wechsle die Position. Das sollte nützlich sein. Warum hast du dich nicht da angelehnt? Wie schaut's aus? 10% Trefferchance. Das ist nicht gut. Kannst du dich da bewegen? Nein, das braucht alles auf. Muss ich extra einen Punkt verschwenden, okay. Wir haben hier Deckung. Verstanden.
Bin auf dem Weg dorthin. Bestätigt. Du wirfst gleich einmal eine Barriere hierher. So. Wow, was ein Spielzug, Jack! Dann sagst du Wingman auf die Michaela und tarnen. Michaela. Erwischt du den? 67%. Ja, probieren wir's. Sensationell. Dann du nachladen, wenn er die Muni ausgeht. Wir schauen, dass wir das jetzt irgendwie hinkriegen und dann natürlich auch einmal noch Feuerschutz geben. In diese Richtung sollte sich der bewegen und auf irgendwelche dummen Gedanken kommen. Was gibt's? So, schau mal, was machen. Netter Versuch, Arschloch. Schlechte Idee, Mane. Ja, der vordere kann sich jetzt aber noch immer bewegen. Der linke. An die Arbeit. Ich brauche meine Munition. Zack. Einer weniger. Nachladen. Lade nach. Komm schon, bring mich da rein. ...53% Trefferchance. Und dann? Auch mehr Muni. Vielleicht nochmal. Meine Waffe hat keine Muni. Ja, dann lad nach. Okay. So, jetzt kommst du ins Spiel. Aha. Kannst hoffentlich den hier umhauen. Jawoll, das wollte ich sehen. Weil dann war es gleich ein Unterbrecher. Und du kannst den jetzt eliminieren. Den vielleicht auch gleich. Das wäre cool. Bitte. Ja, sensationell. Made erledigt. Und gibst Feuerschutz in die Richtung, sollte sich der eine dann noch bewegen. Weil alle anderen sind ja gerade irgendwie. Genau. Für nichts zu gebrauchen. Du tarnst dich und sagst Zug beenden. Eingraben, da kommen sie. Ich sehe dich. Und niedergemacht. Matsch. Wir müssen die letzte. Ja, die haben wir ja schon umgelegt, meine Liebe. Du bewegst dich jetzt hier in hin. Bewegung. Bereit. Du bewegst dich hierher. Zielfahrzeug in Reichweite und intakt. Nähert euch, damit wir es sichern können. Gibst aber trotzdem einfach mal Deckung. Okay, komm schon. Weil wir wissen ja, wie das Spiel so gerne manchmal ist. Bewegt man sich ein paar Meter und schon steht man im offenem Feuer. Ich halte die Augen offen. Aha. Mhm. Laufe los. Alles nachgeladen. So, Jack, du fängst jetzt an mit Kisten sammeln. Aber schön langsam mit tarnen, damit ja nichts passiert. So. Bedrohung eliminiert. Rücke aus. Hier kommt nichts mehr durch. Warte auf Befehle. Und tarnen. Hol dir keinen Ärger ein, Jack.
Hebe Feuerschutz! Ich bin hier. Ja. Feind am Boden. Ich sichere den Bereich hier. So. Bereit machen! Locust-Einheiten im Anmarsch! Ich will jede Marder am Boden sehen. Ach, du Kacke. Das sind eine Menge Zecken. Ja, ich bin dran. Ich höre. Bin ganz Ohr. Befehle für mich? Dadurch, dass du nichts wirklich machen kannst, außer vielleicht diese Fähigkeit, die wir mal einsetzen. Kommt schon, zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Müsst du einfach in diese Richtung hier Deckung geben. Darüber so. Okay, ja. Der Gabe macht auch irgendwas Cooles. Er macht das hier. Ein kleiner Boost für dich. Und dann kann die Michaela diesen hier machen. Ich gebe Feuerschutz. Verstanden. Jetzt kannst du selbst auch Feuerschutz geben in diese Richtung. So. Was? Halte Ausschau. Sie rücken vor. So, schauen wir, ob das irgendwas gebracht hat, was ich geplant habe. Made abgefertigt. Befehle für mich? Du holst mal die Box da. Ja. Und tarnst du dich natürlich. Hier kein Ärger ein, Jack. Komm schon, bring mich da rein. Bestätigt. Ich bin hier. Nachladen. Ich lade nach. Yep, gebe uns Deckung. Sollen Sie kommen? Schön brav überkreuzen. Bereit. Sichere mir ein Schussfeld. Blöde Gurke. Nachladen. Muss nachladen. So. Was brauchst du? Ja, ich brauche von dir einen Treffer am besten, aber du triffst nichts. Deswegen, verstanden. Schau mal, du triffst bleibe auch nichts. Du triffst auch nichts. Mann, die Kacke. Jack, du kommst wieder zurück. Am besten hierher. Tarnst dich. Jack ist getarnt. Falle gelegt. Ich halte die Augen offen. Weiter, Baby.
Spaß spielen. Machen wir ernst. Ach dann. Hier kommt nichts mehr durch. Hier. Aha. Ich sichere den Bereich hier. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, außer Wingman verteilen. Vielen Dank, Jack. Und tarnen. Jack ist getarnt. Das war's für ihn. Muss die Maschine füttern. Breche auf. Ich gebe Feuerschutz. Ich höre. Bin bereit. Jetzt machen wir so. Halte Ausschau. Bereit. Halte Ausschau. Als da noch irgendwelche sein sollten. Wir sehen uns, Jack. Deck mal einfach ab, auf Nummer sicher. Na bitte, da kommt. Da ist rechts einer, das kommt gar nicht. Du, meine Liebe, tust einfach wieder in die Richtung abdecken. Hier kommt nichts mehr durch. Tun wir's. Der Opa bewegt sich wieder rüber. Ja, rücke vor. Und deckt in diese Richtung ab. Ich sichere den Bereich hier. Melde mich zum Dienst. Der Kohl kommt wieder hierher. Deckt in die Mitte ab. Okay, genauso wie der Gabe. Du gibst Wingman in Alten. In Sid. Und gute Arbeit, Jack. Tarnen. Man sieht sich, Jack. Zug beenden. Mach im Anmarsch! Genau ins Fahrtenkreuz. Ah, schön. Gut, du hast mir umgebracht. Das heißt, du kannst nachladen. Gibst du auch einfach wieder Feuerschutz in diese Richtung? Halte Ausschau. Was gibt's? Feuerschutz in diese Richtung. Ja. Ich halte die Augen offen. Ja. Wingman. Zweimal. Gut gemacht, Jack. Und tarnen. So. Man sieht sich, Jack. Mehr Waben. Bereit zum Feuern. Oh, kack, die wandern. Ein Boomer. Okay, meine Liebe, da kommst du wieder daher. Ja, ich bin dran. Jawohl. Zack, einmal die Hälfte vom Leben weg. Das ist schon gut. Aha. Du. Ja,
Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ich werde das anders machen. Wir werden Feuerschutz in diese Richtung geben. Postiere mich hier! Ja. Du wirst mal nachladen. Nachgeladen! Ach, 10% Trefferchance, das ist nicht gut. Aber bei dem haben wir 45%. Das probieren wir gleich. Komm. Ja, die haben gesessen. Sehr schön. So. Jetzt da. Feuerschutz. Diese Richtung. Wir haben hier Deckung. Okay. Weiß nicht, ob das so clever ist. Ich glaube, ich werde das Loch einfach lassen. Wir werden einmal schießen. Bist du denn? 23% Trefferchance. Probieren wir es einfach. Bitte hat. Ah! Einmal Glück, okay. Und jetzt mit der da oben auch gleich anknallt. Passt. So, du hast noch immer 2 Punkte. Bedrohung eliminiert. Da trifft er natürlich nicht. Aber wir geben Deckungsfeuer in diese Richtung. So. Bin dran. Du gibst Wingman auf dem. Ne. Auf dem Cole. Auf dem Alten. Und tarnst dich. Man sieht sich, Jack. Da ist dein Ausgangsloch. Ja, das weiß ich eh. Jetzt werden wir auch gleich stopfen. Au. Netter Versuch, Arschloch. Kacke, wie weit kann sich nicht der bewegen? Der geht ja urweit wieder. Okay, er hat seinen eigenen Typen rausgehabt, das ist schon mal gut. Da kommt eine Zecke. Die bewegt sich jetzt auch ein bisschen. Das ist alles schön und gut. So, liebe Michaela, nein, zuerst einmal Kohl. Sehr schön. Da schießt daneben. Ich habe auch keine Muni mehr. Okay, Ich höre. Michaela, du machst den jetzt bitte Meier. Sauber. Dann ladest du nach. Die Maschine füttern. Schieß auf die Zecke. Ha, ich bin gut. Wie kannst du auf dieser Distanz daneben schießen? Nein, ich muss mit dem jetzt abdecken. Alter Ausschau. Keine Munition. Werfe Granate. So, Loch zu. Ausgangsloch ist dicht. Dadurch, dass ich jetzt nicht nachladen möchte, oder? Oh ja, ich habe noch 2 Punkte. Gut, nachladen. Ich lade nach. Deckung geben in diese Richtung. Ich gebe hier drüben Deckung. Wingman geben. 2-mal. Danke für die Unterstützung, Jack. Und natürlich tarnen. Und dann sollte die Sache eigentlich so gut wie erledigt sein. Nein, die Zecken sind clever. Ich mache das schon eine lange Zeit. Hab mich schon drauf gefreut. Deckung. Komm schon, bring mich da rein! Wenn du was treffen würdest, würde ich dich reinbringen, aber du triffst ja nichts. Fels in der Brandung. Postiere mich hier! Okay.
Das Ding trifft auf die Distanz. Aber wenn es darum geht, einen Gegner auf 4 Meter Entfernung zu treffen, na, will gar nicht dran denken. So. Das passt. Der Alte bleibt einfach mal sicherheitshalber in die Richtung, weil wir wissen ja nicht, wieso, weshalb, warum nicht. Das war gut, Jack. Hol dir keinen Ärger ein, Jack. Sieht ziemlich tot aus. So, wir haben 24% an Gegnern. Das ist immer schön. Befehle für mich. Ja, abdecken. Wie immer halt. Weil ich hätte vielleicht vorher nachladen können. Was sollen. Na gut. Ich sichere den Bereich hier. Bin ganz Ohr. Muss nachladen. Ich gebe Feuerschutz. So, zweimal auf den Kohl. Sache erledigt. Ah. Haltet durch! Können nicht mehr viele übrig sein! Besser infizierter Schreihals. Abartiger Kampfhals. Na toll. Da kommt Freude auf. Ui, und er hat Begleitung. Direkt reingelaufen. Eine Muni! Bin einem ausgewichen! Auf. Ja, na, das finde ich aber gar nicht nett. Hab nichts mehr. Wie geht's weiter? Einen Punkt. Hier. So heiß. Wechsle die Position. Halte die Augen offen. Im Blick. So, du musst mal alle nachladen. Dann wirst du eine Barriere hierher. Und tanzen. Wow, was ein Spielzug, Jack! Schlechte Idee, Male. Oh, auf geht's! Schon dabei. Na, ich hab vergessen, dass ich nachladen muss. Sollen sie kommen? Ist da sonst niemand anders?
Nein, ich hätte das da machen sollen, ich Depp. Brauche ich wieder extra ein Dings dafür, aber ich kann diesen machen. Ja, ja. So, komm und trau dich. So, jetzt können wir das hier machen. Daneben, na toll. Oh, gar nicht gut. Abschuss bestätigt. Ich gebe hier drüben Deckung. So. Genau, die Schlüsselzähne des Spiels, so wie es werden. Oh, der schießt auf den Alten. Aber nehmen. Der kommt vor und wird geschossen. So, meine Liebe, zeig, was du kannst. 52%? Nee, ich will mehr. Ich will 82%. Zack, Kopf ab. Die feindliche Verstärkung lässt nach. Beseitigt die letzten zwei. Wie geht's weiter? Na, wir decken einfach in die Richtung ab. Postiere mich hier. Okay. Du deckst einfach in die Richtung ab. Was? Und du haltest einfach volle Kanne drauf. Komm schon. Dann ladest nach, weil du daneben geschossen hast. Und deckst ebenfalls in diese Richtung ab. So. 8% Gegner nur mehr, das wird wahrscheinlich der letzte sein. Jack, du tanzt dich und sagst Zug beenden. Achtung, bereit machen für die Arschlöcher! Genau so habe ich mir das vorgestellt! Kaum noch Munition! Nichts mehr. Dreimal daneben geschossen, ich krieg die absolute Krise. Kommt schon! Tun wir's. Ja, ja. Tarnen, Zug überspringen, komm schon. Kann's ja nicht sein, dass ich mit den einem Gegner jetzt scherpe da. Überleg's dir besser nochmal. Verschwinden wir. Lade jetzt nach. 10%. Was? Was? Ja, ich bin genauso schockiert. Gebe Feuerschutz. Was machen wir jetzt? So, nicht weiter. Damit er sich wirklich auf uns zu bewegt und vielleicht in einer besseren Position dann steht. Er rennt in die andere Richtung, aber er wird niedergemäht. Das passt. Genau das Richtige, um Ukon zu täuschen. Und jetzt abmarsch, lass die Bergungscrew arbeiten. Jawohl, lass die Bergungscrew arbeiten. Ich würde mal sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen und sogar das Bonusziel erreicht. Während meiner Züge hat keiner einen Schaden bekommen. Das ist gut. Das heißt, wir schauen uns jetzt noch zusammen schnell die Kisten an, natürlich. Die eine Minute nehme ich mal da jetzt noch. Ist sie irgendwo aufgestiegen? Ja, Michaela und der Cole, sehr schön. Aber das Level mache ich dann wieder offscreen. Was? Konvoi Upgrade, eine Rücksetzungsmarke. Ah, cool. Neue kosmetische Gegenstände, aha. Wir schauen jetzt einmal wegen der Kisten. Episch, episch, episch. Hoffentlich ist es auch wirklich episch. Longshot, plus 40 Schaden. Nett. Haben wir es, glaube ich, schon.
Lancer, Genauigkeit und 1 Munition. Sehr nett. Retro-Lancer, kritischer Schaden plus 100%. Wow. Und ein Helm, der genau kacke ist. Gut. Ich kann da überall jetzt ausrüsten. Schauen wir, was gibt es als nächstes wieder. 2 Missionen müssen wir machen, damit wir vorankommen. Die wird eine Pflichtmission. Maximale Einheiten 1. Achso, ich muss wieder Gears retten. Das ist es. Ja, egal. Das schauen wir sich dann alles das nächste Mal an. Ich werde mich an der Stelle hier jetzt wieder von euch verabschieden und sage wie immer danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.